Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Bonus. Bonus? Karte aufnehmen. Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Gegnerquartett. Wähle eine Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha! Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Haha! Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha! Quartett. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Game over. Guten Tag. Wohl eher gute Nacht. Was machst du denn hier? Ich wache über die nächtliche Stadt. So fühlen sich alle sicher und können in Ruhe schlafen. Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Ah, diese leuchtenden Nüsse, um die die Glühwürmchen herumfliegen? Glühwürmchen? Wir nennen sie Feuerfliegen. Ich mag Feuerfliegen. Unsere Familie stellt die Nüsse in Handarbeit her. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber ab und zu schaue ich bei der Hasenfamilie vorbei. Wenn sie feiern... Wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die glücklichen Gesichter sehe, wird mir immer warm ums Herz, egal wie kalt die Nacht auch ist. Wohey! Hallo, Jerry!
Du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Mein Fahrrad hat mich weit gebracht. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später. Oh, was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sie in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht, machen wir uns ans Werk. Jemand lauscht. Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Entschuldigung? Ein Kind? Wir machen uns Sorgen um dich. Menschen wie wir machen sich Sorgen. Siehst du genau hin, kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen. Junge, wer weiß, dass du hier bist? Was, wenn du verschwindest? In einer unglückseligen Nacht wie dieser. Unglückselig? Aber ich... Bald wird diese Welt geheilt werden. Keine Sorge mehr um Geld. Um Grund und Boden. Um Glück. Um Gesundheit. Aber du machst uns Sorgen. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junge Schüler. Na dann. Puh, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Oh. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann!